Also wenn ich an den Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, denke, das ist jemand, der immer eine klare Position hat, ein klares Wort findet. Aber der steht nicht auf der Straße. Na, aber wir müssen trotzdem, bei dieser Diskussion müssen wir aufpassen. Wir schlagen den Sack und meinen im Grunde den Esel. Wir müssen schon aufpassen, wie wir diskutieren. Na wirklich, richtig. Weil die Polizei muss doch im Augenblick die Fehler der Politik ausbaden und dafür im Kopf hinhalten. Ich kenne alle ihre Beispiele, ich kenne alle diese Bilder. Da sind ein paar dabei, wenn sie denn echt sind und stimmen, das alles furchtbar. Aber die Polizei hat, ich sage nochmal, in der Frage von Demonstrationsfreiheit, die Pflicht, diese durchzusetzen. Und da gibt es zwei Antworten auf die Eingangsfrage. Und ich sage nochmal, das ist Strafverfolgung, Gefahrenabwehr. Das tun sie. Sie leiten den Verkehr um. Sie gucken, wenn dort eine schwangere Frau im Rettungswagen ist, dass der Rettungswagen weiterfahren kann, etc. pp. Also machen wir hier nicht den Bock zum Gärtner, wenn die Dinge hier nicht so gut laufen. Gut. Bei der Frage, dann ist es wirklich die Verantwortung, ich sage auch die Schuld, der Aktivisten und nicht der Berliner Polizei in dem Fall.